Leute, da steht das Gespann jetzt drin. Passt auch gerade so mit dem kleinen Kramer. Also, gerade so ist es übertrieben, man kann hier noch locker durchgehen, selbst wenn es da unten ist. Aber schauen wir uns doch mal unseren Patienten an. Wo sind wir denn letztes Jahr stehen geblieben? Ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man sich die Wiesen so draußen anguckt, ist schon wieder Heumachzeit. Aber wird wieder immer mal gezogen und geschoben bis auf den letzten Tag, ohne Druck. Keine Ergebnisse. Waren hier das Problem, hier das Zahnrad habe ich neu besorgt. Da sind ja einige Zähne ausgebrochen. Und dann muss man sich mal den ganzen Knüpferapparat anschauen. Hier die beiden habe ich auch neu, normalerweise. Die beiden Garnmesser habe ich neu. Und die Zahnrädchen noch. Hier, die sind auch noch die alten. Und das sind die schon neue. Ja, also können wir die ganze Knüpferwelle nochmal ausbauen. Dann die Dinger da tauschen. Also hier die Kurvenscheiben. Das Zahnrad. Und dann mal gucken, woran es gelegen hat. Dann muss man sich mal die Synchronisation angucken. Aber normalerweise sollte das noch alles stimmen. Ja, wie gesagt, wir gucken uns gleich mal an. Die Nadeln sind auf jeden Fall, hatten keine Kollision, wie man sieht. Sonst wären die hier schwer verbogen. Und das ist noch alles so, wie es gehört. So, liebe Freunde der Pressentechnik. Da haben wir das Zahnrad bzw. Zahnrad und Kettenrad ausgebaut. Eigentlich ganz einfach jeden Sicherungsblech lösen, dann kann man das nach da durchkloppen. Vorher muss man die Kettenspanner lösen, dann natürlich markieren, wo hier alles war, so dass man das nachher nochmal darauf einstellen kann. Da stimmt es noch, da hat es sich ein bisschen verdreht schon. Hier muss ich gleich mal gucken. Das dreht sich irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber das wird wahrscheinlich auch schon das Problem sein, wieso das letzte Mal geschrottet ist. So, hier haben wir jetzt unser neues Zahnrad, altes Zahnrad. Und da ist halt noch, wie gesagt, das Kettenrad drauf. Mit axialen Einstellscheiben, hier die Dinger zum Spiel einstellen. Auch mit Gleitlagerbuchse, genauso wie das neue. Ja. Dann schrauben wir jetzt mal die zwei Schrauben raus. Habe ich mal lange ermittelt, wie hier die genaue Position ist, weil jedes Loch hier ist anders, um das genau einzustellen. Ja, muss man mal sehen, ob das so passt. Ja, habe mich da an diesen Stegen orientiert, dass die entweder genau da drauf treffen und an der Beschriftung. Das sollte so eigentlich genau passen. Jetzt schraube ich hier die Schrauben raus, schraube die da wieder rein, das Kettenrad auf der anderen Seite. Und dann hoffen wir mal, dass das passt. So Leute, gerade nochmal geguckt, warum sich der Knoter nicht dreht. Und dann kam die Ernüchterung, wie schon viele Leute von euch gesagt haben, die Nadeln scheinen doch zu kollidiert zu sein. Da, wenn man sich mal genauer anguckt, ist es hier oben eingerissen. Hier ist irgendwie was gegengeknallt. Ich weiß nicht, ob diese seitlichen Spuren hier immer sind. Vielleicht schon. Ja, auf jeden Fall haben die mal eins auf die Mütze gekriegt, die Dinger. Habe ich die mal auch neu bestellt, weil der Radius von denen passt auch nicht mehr. Die kommen nicht mehr hier an der richtigen Stelle hoch. Dann kannst du es ja schon vergessen. Ach, so eine Scheiße, ey. Ich habe mich mal bloß früher darum gekümmert. Die Presse und ich, wir werden einfach keine Freunde. Ich weiß es auch nicht. Naja, ich habe jetzt Teile bestellt. Heute ist Donnerstag. Ich hoffe, die kommen noch am Samstag. Und dann kann man vielleicht noch was machen. Naja, jetzt machen wir erstmal den Knoter weiter. Tauschen mal die übrigen Teile, die wir noch haben. So, da liegt der Patient jetzt auf dem Tisch. Die Knüpfer, da habe ich jetzt schon überall die beiden Zahnräder hier getauscht. Da und da. Und jetzt geht es dran, hier diese Kurvenscheiben ist jetzt mal zu tauschen. Jo, das ist eigentlich keine große Sache.
Hier Spannstift rausschlagen, Spannstift rausschlagen. Dann müsste da irgendwo auch noch einer drin sein. Gleich mal gucken. Hier Spannstift raus, dann haben wir schon mal den ersten. Dann müssen wir uns noch hier diese Spannnocke rausmachen. Am besten legt man sich das dann alles so hin, wie es eingebaut war, damit man immer weiß, wie rum es war. Und ein paar Bilder habe ich auch gemacht. Ja. Und dann bauen wir das alles wieder so ein. Dann sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Jo. Ich fange jetzt mal an zu demontieren, zeige euch dann, wie es aussieht, wenn die beiden Teile wieder drauf sind, weil was ist jetzt hier, ist ja nichts Spannendes dabei. Spannender ist nachher, ob das Ding überhaupt funktioniert. So, da ist das Ding. Doch ein paar Lava draus. Ja, so ist das Ding auf jeden Fall. Neue Reacher sind drauf. Jetzt geht es wieder daran, das Ding einzubauen. Alleine ziemlicher Murks. Aber irgendwie muss es ja gehen. Ne? Dann mal sehen, wie wir die Synchronisation nochmal hinkriegen, wenn es eingebaut ist. Beziehungsweise Nadeln habe ich jetzt neu bestellt. Ich werde hier die versuchen, nochmal so zurechtzubauen, damit man wenigstens jetzt mal so trocken testen kann, ob das alles funktioniert. Nur gerade, ob die Synchronisation stimmt und dass die. Ja, genau. Nur um zu testen, ob die Synchronisation stimmt. So, wir haben jetzt hier alles eingebaut unten. Neues Zahnrad. Knüpfer ist wieder alles drauf. Und jetzt beginnen wir hier laut, wie in der Anleitung beschrieben, einzustellen. Also erstmal sagt die Anleitung, Raffer zum Kolben einstellen. Dazu müssen wir hier erstmal den Schutz von der Gelenkwelle abmachen. Die Kamera vor, mal um die Ecke zu kommen. Hier drunter ist eine Gelenkwelle, die kommt von dem Hauptantrieb, von der blauen Kurbelstange sozusagen, vom Kolben. Und treibt hier oben die Raffer an. Und gleichzeitig damit auch hinten den Knoten. Also deswegen, das hier muss schon irgendwie. Die Schrauben sehen so aus, als wäre das schon ewig. Nicht dran gewesen. Ja, du kannst mal. So, noch ein bisschen Verquälerei ist jetzt auch hier die Gelenkwelle runter, die wir eben den Schutz abgebaut haben. Jetzt Kolben zu den Rafferzinken einstellen. Haben natürlich vorher kontrolliert, ob das Maß vielleicht schon passt, aber dem war nicht so. Hier, das hier muss parallel mit der Oberkante stehen. Und dann muss dieser Kolben hier, so laut Anleitung, ach der Kolben, das Bläuel, was den Kolben ja wiederum bedient, 10 mm Höhenunterschied haben zwischen dem Eisen, was man hier oben drüber legt, und der Mitte von dem Auge. Und dann muss man die Gelenkwelle einfach wieder draufstecken. Ja, bin ich mal gespannt. So müsste das eigentlich funktionieren. Es war auf jeden Fall ziemlich verstellt. Der Kolben war überhaupt nicht hier hinten an OT sozusagen oder ja fast OT. Gut. Wir stellen das gerade mal ein und machen dann die Welle hier wieder drauf. So. Gelenkwelle ist wieder drin, alles ein bisschen gängig gemacht hier, die ist noch schön spielfrei. Jetzt soll man oben die Blockierung lösen, da haben wir gerade so ein Holzkeil reingekloppt. Und dann nochmal eine Runde durchdrehen und dann gucken, ob das Maß hier noch stimmt. Kann sein, dass die Gelenkwelle hier nicht direkt passt, dann ist es erlaubt, im Uhrzeigersinn soll man dann hier unten immer einen Zahn versetzt, wieder versuchen, bis zu 5 Mal. Ich schätze, die haben unterschiedliche Teilungen und dann sollte die irgendwann anschnäbeln. Hat sie auch gemacht beim 3. Versuch, super. Ja, wie gesagt, wir führen jetzt hier den Kontrollgang, Durchgang durch.
Und gucken mal, wie es aussieht. So, da ist die Presse wieder komplettiert. Wir haben alles abgeschmiert, alles eingestellt, warten jetzt nur noch auf die Nadeln und dann können wir erst die Nadeln zum Kolben einstellen. Aber Raffer ist eingestellt zum Querförderer. Kolben zum Raffer ist eingestellt. Ja, jetzt wie gesagt nur noch warten auf die Nadeln. Abgeschmiert ist sie, damit fast einsatzbereit und ich bin dann mal guter Dinge, dass das funktioniert, weil wir haben jetzt hier überall noch viel mehr Material, viel mehr Fleisch, da wackelt alles nicht mehr so viel wie vorher. Hier haben wir viel weniger Spiel zwischen den zwei Zahnrädern. Ja. Hier die Dinger stehen jetzt auch mal in einer definierten Form und nicht irgendwie kreuz und quer. Also könnte funktionieren. Ich bin gespannt. Bald ist nämlich schon wieder soweit. Ich schätze mal, nächste Woche mähen wir. Ja, da hoffen wir mal, dass das alles gut geht. Was ist mit dir, du Fliege? Hau ab! Okay, ja, seid gespannt, wie es weitergeht. So, liebe Freunde, weiter geht's an diesem Patienten. Neue Nadeln sind drin. Sieht man auch, hat man auch deutlich gesehen, dass die krumm waren, die anderen. Also, ja, jetzt muss man gleich mal gucken. Die sind noch nicht so ganz da mittig drin. Ihr seht, da über dem Kanal, da sind so unten so Einführhilfen. Aber vielleicht macht die Schwinge das ja auch so. Die läuft bestimmt auch nicht so ganz gerade. Jetzt bin ich auf jeden Fall dabei, Nadeln zum Kolben einstellen. Dazu müssen wir den Bindevorgang einmal auslösen. Dafür machen wir das hier rüber, damit das auf ein ist. So, ausgelöst. Dann müssen diese Schrauben raus. Und weiter habe ich noch nicht gelesen, ne? So, ich habe das Bild dann verstanden. Das ist gar nicht hier oben drin, sondern die Nadeln sind da unten in dem Kanal. Hab die jetzt auch hier eingestellt mit Unterlegscheiben hier unten drunter, dass die schön mittig hier rauskommen. Passt perfekt. Und jetzt muss diese Kante von der Nadelspitze mit dem Rückholer, was hier so ein, ja, Rückhalter meine ich hier. Die beiden halten ja sozusagen das Stroh oder Heu zurück. Muss das bündig sein und dann muss die Kolbenspitze, also eins von den vier Blechen hier, zu nehmen, was du willst, denke ich, 20 mm circa die Nadelspitze überlaufen haben, also in diese Richtung gefahren sein. Und jetzt muss man diese Schrauben, die man hier rausgedreht hat, wieder in ein passendes Loch drehen. Wenn das nicht passen sollte, was hier glaube ich der Fall ist, muss man den Kolben weiter nach vorne drehen. Und dann kommen hier diese Imbusschrauben wieder rein. Genau, und dann sollte das eigentlich passen. Ich habe jetzt alle Maße eingestellt. Das Maß, das Maß, das Maß, das Maß. Hier hinten von den, da ist noch so eine Einstellschraube mit Feder. Habe ich eingestellt. Dann Kolben zu Nadeln und die Nadellänge, wie weit die hier rauskommen. Sollte jetzt eigentlich alles passen. Ich würde sagen, ich schmeiße jetzt mal Garn rein. Und dann gucken wir mal, was die Presse damit so tut. Ob die das hier hochführt und abschneidet und das dann so richtig aussieht. Mal gucken. So, dann könnt ihr beobachten, wie es geht. Ich drehe mal das Schwungrad durch. Erstmal hier auslösen. Zack. Und jetzt mal gucken, was passiert. Scheiße, falsch eingefädelt, ich Idiot.
So. Scheiße, vor lauter Euphorie voll vergessen zu filmen. Also hier das Kramergespann. Packt er übrigens, aber geht schon in die Knie die Maschine. Guckt euch das an. Das Seil hängt da einwandfrei, das Garn. Und hier, wow, aus zwei von denen große wurden drei von den kleinen. Perfekt. Also ich habe die mehrmals nochmal durchgeschoben. Er hat mindestens 6-7 Ballen am Stück gebunden. Ist einwandfrei. Jetzt muss nur noch auf der Wiese bzw. im Acker so funktionieren. Ich bin gespannt.